Vor 3 Jahren hat sich Sandra Wehners Leben komplett verändert. Sie verließ ihren langjährigen Freund Max, weil sie sich in den angehenden Fußballstar Dirk verliebt hat. Die Krankenschwester wurde sofort schwanger und die beiden heirateten noch vor der Geburt von Sohn Jeremy. Ehemann Dirk ist vor einem Monat zum SV Hensburg in die 3. Liga aufgestiegen. Doch Sandra findet keinen Zugang zu den in ihren Augen oberflächlichen Spielerfrauen. Beim wöchentlichen Einkauf trifft sie ausgerechnet auf It-Girl Kascha. Die 25-Jährige ist mit dem Torwart Sven liiert und hat schockierende Neuigkeiten. Oh, hallo Sandra. Hi Kascha. Na, wie geht's dir? Nicht so gut. Ich und Sven, wir haben Schluss gemacht. Was? Warum das? Was ist passiert? Warum hat er mit dir Schluss gemacht? Warum soll er mich verlassen haben? Ich habe mit ihm Schluss gemacht, als ob er mit mir Schluss machen kann. Er hat mich betrogen. Ja, aber guck mal, da hast du doch genau das Richtige gemacht. Ja, hab ich, denke ich. Aber ich muss dir was erzählen. Und zwar, die ganze SV-Truppe war vor 2 Wochen im Magma. Und deiner war auch dabei. Ja, und die ganze Truppe ist ins Klo gegangen und haben da eine schöne Orgie gefeiert mit irgendwelchen Groupies. Die ganze Truppe, sagst du? Ja, die ganze Truppe. Ich glaube, du überhebst dich da ein bisschen, ja? Weil Dirk war definitiv nicht dabei, das weiß ich. Dirk macht sowas nicht. Und warum soll er nicht mitgemacht haben, sondern unsere Männer? Das ist ganz einfach, ja? Wir sind eine Familie. Wir sind verheiratet, ich habe ein Kind mit ihm. Er macht sowas nicht. Er stellt sich eine Beziehung ganz anders davor als ihr. Was denkst du denn, dass wir irgendwelche Tussis sind, die mit irgendwelchen Typen rumpoppen oder was? Nö. Und du bist was Besseres als wir? Nö, das habe ich ja auch gar nicht gesagt, oder? Doch, das sagst du gerade. Ich weiß, dass du jetzt sauer bist. Aber es gibt dir noch lang keinen Grund, dass du jetzt auf meinen Dirk rumhackst. Die Schweine haben sich sogar dabei fotografiert. Und ich habe von Svens Handy diese Fotos auf mein Handy runtergeladen. Willst du das sehen? Hier, wer ist denn das? Das kann nicht sein. Das ist dein Dirk mit der Ach du Scheiße, kannst du mir das schicken? Klar, Süße. Aber ich sag dir mal was. Dein Dirk ist auch nichts Besseres als mein Sven. Sorry, Kleine. Sandra ist völlig aufgelöst. Nie hätte sie geglaubt, von ihrem Ehemann Dirk betrogen zu werden. Erst vor 6 Monaten ist das Ehepaar in ein großes Haus gezogen und hat einen Kredit von 200.000 Euro aufgenommen. Fußballstar Dirk kommt gerade vom Training und ahnt noch nichts von den belastenden Partyfotos. Was ist das? Sag mir, was das ist. Was ist mit dir los? Spinnst du? Ich spinne nicht, nein. Aber ich will wissen, wer diese Frau hier ist. Kannst du mir das sagen oder weißt du noch immer, wie sie heißt? Was denn für eine Frau? Drehst du jetzt völlig durch? Was für eine Frau? Was ist das für ein Bild? Dirk, entweder du sagst mir jetzt die Wahrheit, weil ich weiß von allem. Ich habe Kascha getroffen. Sie hat mir von Svens Fremdgenummer erzählt. Sie hat mir davon erzählt, was in der Diskothek abgelaufen ist mit euren Orgien und alles. Kascha ist Sven fremdgegangen, okay? Das ist das größte Flittchen, worum läuft, und das ist eine Irre. Du spinnst, dass du so einer Frau glaubst. Ich habe echt keine Lust auf dein Geschwätz, wirklich. Lass mich einfach in Ruhe. Der 22-jährige Dirk ist genervt von seiner Ehefrau und flüchtet ins Schlafzimmer. Sein ganzes Leben hat er von diesem Karrieresprung geträumt. Umso mehr genießt er den Aufstieg in die High Society. Der Fußballprofi wünscht sich endlich mehr Anerkennung. Schatz. Nein. Glaubst du mir? Sag mir einfach, dass es stimmt, dass du mir nicht fremd gehst. Sag mal, vertraust du mir eigentlich nicht? Du kennst mich doch, oder? Ja, aber ich habe einfach Angst. Seitdem du beim SV Hensburg spielst, ja, habe ich einfach nur Angst, dass sie Dummheiten machen und dich damit reinziehen. Sandra, eine Sache, wirklich. Du kennst nicht einen Spieler vom SV, okay? Du warst nicht einmal da beim Training, nicht beim Spiel, nirgends, okay? Die Männer können stolz sein auf ihre Frauen, weil die sind Zuschauer. Die unterstützen ihren Mann. Und du? Du hockst zu Hause wie eine alte Oma. Weißt du, woran das liegt? Das kann ich dir sagen, weil ich das nicht bin. Und das weißt du genau, du kennst mich. Ich bin nicht wie Victoria Beckham, dass ich da mit der Gucci-Tasche rumlaufe und dir zujubel. Das bin ich einfach nicht. Und das weißt du ganz genau. Sag ich, dass du sein sollst wie Victoria Beckham? Ich weiß nicht, mit was ich mich unterhalten soll mit den ganzen Tussen da. Die brezeln sich auf wie Schickimicki-Barbies. Und das ist einfach nicht mein Leben. Don't tell me you're sorry. Nach den Vorwürfen ihres Ehemanns Dirk hat die junge Mutter Sandra ein schlechtes Gewissen und beschließt, ihn endlich mehr zu unterstützen. Am nächsten Tag will sie das Training mit ihrem 2-jährigen Sohn Jeremy und ihrer besten Freundin Nike verfolgen. Doch Fußballstar Dirk ist gar nicht begeistert über die plötzliche Anwesenheit seiner Ehefrau. Oh, Schatz. Also Mädels, ist meine Frau. Oh, hi, Süße. Hi. Dirk hat mir schon so viel von dir erzählt. Sorry, ja, ich bin die Frau von Dirk. Oh. Na dann, hi, Sandra. Hi, ich bin die Nancy. Ich bin die Freundin vom Torwart, von Matze. Hi. Hi.
Hi. Na? Na? Jerry. Jerry, komm, wir gehen ein bisschen Fußball spielen. Komm, ich bin direkt. Sag mal, ist das eine echte? Ja, na klar. Das sieht ja total Hammer aus. Ja, ich war letztens Kudamm in Berlin shoppen. Okay. Da hat nämlich so ein neuer Laden aufgemacht. Mhm. Philippa B. heißt er. Mhm. Und da gibt es richtig tolles Make-up. Kennst du schon die neue Feel Fresh-Linie von Calvin Klein? Na klar, kenne ich die. Dann können wir doch mal zusammen shoppen gehen. Ich glaube, das wäre ein Riesenspaß, wirklich. Ich denke mal schon, dass ihr irgendwelche Läden kennt, klar, oder? Wo man richtig geile Partykleider kaufen kann. Na klar. Ich gehe nämlich nächsten Monat auf eine Hochzeit und ich habe kein Kleid. Ich werde verrückt. Oh, schrecklich. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Ach na, apropos, am Samstag ist doch diese große Vereinsgala. Da machen wir Mädels so eine kleine Party. Ihr seid herzlich eingeladen, ne? Klar, Sandra, oder? Sind wir dabei, oder? Ja, ja, cool klar, mit den Mädels. Super, ja, ja. Entschuldigt mich mal. Ich guck mal nach Jeremy. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Diese Party, Horror. Den ganzen Abend mit den Hühnern verbringen. Aber Nike, die steht wohl da drauf auf dieses High-Society-Ding. Naja, wenigstens muss ich jetzt nicht alleine dahin. Sandra muss den Mädels auch mal eine Chance geben. Ich meine, klar sind die anders als sie. Aber eine wird ja wohl mal bei sein, mit der sie sich versteht. Und ja, als Spielerfrau hat man immer Verpflichtungen. Aber auch jede Menge Luxus. Sie weiß überhaupt gar nicht, wie gut sie es eigentlich hat. Zwei Tage später steigt die Spielerfrauenparty in Berlin-Mitte. Familienmensch Sandra fühlt sich sehr unwohl, denn sie findet keinen Zugang zu den schicken Partyfrauen. Die Berliner It-Girls lassen sich ihr Luxusleben von den Fußballprofis finanzieren und drücken dafür hin und wieder ein Auge zu, wenn sie von ihrem Partner betrogen werden. Für die verwöhnten Frauen durchaus ein fairer Deal. Und wisst ihr, das Beste ist meine Unterwäsche. Passt ja perfekt dazu. Ich habe ja nicht vor, das Kleid lange anzubehalten. So ist es, so ist es. Sehr. Was hast du mit deinen Brüsten gemacht? Die sehen ja total klasse aus. Das ist ja der Wahnsinn. Dafür war ich extra auf Mallorca. Nein. Da ist der beste Arzt überhaupt, Dr. Evers. Und nächstes Jahr fliege ich wieder hin. Der Hüftspeck muss weg. Der nervt einfach nur. Oh, wenn das genauso klasse wird, Wahnsinn. Ja. So, jetzt wird er mal wieder eingepackt. Ja. Nicht schlecht. Geschickt verpackt reizt mehr als noch. Na, womit willst du eigentlich deinen Süßen so bezirzen? Ich muss sowas nicht machen. Hier, wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Ja, schon klar. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie sich nicht mehr bemühen muss. Du willst ja trotzdem die Nummer 1 seiner Frauen sein, oder? Bin ich doch auch. Oder willst du etwas sagen? Damit sagen, Carsten hat mehrere Frauen. Klar, das machen doch alle so. Ich meine, ich bin die Nummer 1, ich bin seine feste Freundin. Das heißt, ich krieg den ganzen Luxus, ich krieg die schönsten Geschenke. Tja, und so sind wir beide ganz zufrieden damit. Weil dass du ganz schön naiv bist, das weißt du? Das ist doch nicht naiv. Willst du mir erzählen, dass man anders als so einen Freund beim SV bekommt? Erzähl mir doch nicht, dass es bei dir und irgendwie anders wäre. Edith, Nachschub! Dr. Weinberg kommt und wird uns für Samstag noch mal richtig strahlen lassen. Mit einer kleinen Botox-Behandlung. Super! Absolut! Hey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, Mensch. Hier, das hat... Wisst ihr überhaupt, was das Zeug mit euch macht? Das ist hochgiftiges Zeug und ihr wollt es euch wirklich ins Gesicht spritzen lassen? Wollt ihr denn aussehen wie die ganzen Schabracken da, die im Hollywood rumlaufen? Hey, das habt ihr doch alle nicht nötig, Mensch. Sag mal, jetzt sei mal ganz ruhig hier. Wer hat dich denn überhaupt gefragt? Sandra, lass mich sehen. Okay? Also echt? Bitte. Nee. Ganz ehrlich, Sandra, ich denke, es ist jetzt eh besser, wenn du gehst. Weil dann brauchst du uns nicht zugucken beim Fratzen machen lassen. Richtig. Ja, denke ich auch, das ist das Beste. Also ich wollte nämlich echt gerade sowieso gehen. Besser ist aus. Spaß. Schön, Leute. Nico, kommst du mit? Ja, ja, mir ist wirklich leid, aber ja, danke für den schönen Abend. Wenn diese Fußballer wirklich lauter andere Weiber haben sollen und die Frauen nur wegen des Geldes mit denen zusammen sind, ja, dann ist es doch fast Prostitution. Wie kann man denn damit zufrieden sein? Also, ich weiß nicht. Dirk stellt sich 100 pro auch eine Beziehung anders davor. Sandra muss endlich mal kapieren, was für einen Hauptpreis die mit Dirk hat. Ich meine, vielleicht schafft das in die erste Bundesliga. Wie geil wäre das denn bitte? Dann würde der in Geld schwimmen und Sandra müsste nie wieder arbeiten gehen und würde sämtliche Promis Deutschlands kennenlernen. Also, was will man bitte mehr? Einen Tag später trifft sich Sandra mit ihrer Juristin Barbara von Minkwitz. Das angebliche Beweisfoto des Seitensprungs von Ehemann Dirk hält die 24-Jährige nach der Spielerfrauenparty für eine Fälschung. Denn sie ist sich sicher, dass die Frauen ihre Ehe zerstören wollen, um selbst mit Dirk zusammen zu sein.
Gemeinsam mit ihrer Juristin möchte Sandra Anzeige wegen übler Nachrede erstatten. Frau Wehner, es ist einfach grundsätzlich so, dass der Beweiswert von solchen Digitalfotos, der ist äußerst gering. Und dann kommt hier noch erschwerend hinzu, dass ja bewiesen werden muss, dass das eine Fälschung ist. Ich kann für Sie natürlich eine Anzeige wegen übler Nachrede erstatten, aber ich weiß nicht, ob es die Sache wert ist. Vielen Dank. Wissen Sie, das wirbelt so viel Staub auf, das ist auch für Sie und für Ihren Mann gar nicht gut. Und Hauptsache ist doch, dass Sie Ihrem Mann vertrauen. Da ist er gerade. Das hört man. Hey, Schatz. Also ich habe gerade... Hallo, Herr Wehner. Grüß Gott, hallo. Ich habe gerade mit Frau von Minkwitz geredet und sie hat gesagt, bezüglich des Bildes von Kescher, ja, dass wir zwar eine Anzeige machen können, aber es bringt nicht viel. So, hörst du überhaupt zu? Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf so einen Juristenkram. Was ist denn los mit dir mal wieder? Wie, was denn los? Ich habe gerade eben mit Manu geredet aus meiner Mannschaft. Und was sagt er? Du warst gestern bei Cindy eingeladen, hast dich benommen wie das Allerletzte. Ja, ich war auch bei Cindy eingeladen. Und soll ich dir mal was sagen? Ich lass mir nicht alles bieten. Die wollten sich Botox ins Hirn spritzen. Das mache ich nicht mit. Für mich gibt's auch Grenzen, ja? Wer sagt, dass du da mitmachen musst? Du bist doch alt genug zu sagen, ja, hört mal zu, Mädels, ich mach sowas nicht. Und dann setz ich uns alleine. Das ist doch denen Ding, was die machen, nicht mein Ding. Also ich denke, ich habe noch dringend einen weiteren Termin. Und das ist besser, Sie sind jetzt alleine. Oh ja. Sie können telefonieren, Frau Wehner. Ja. Soll ich Sie denn noch hoch? Ich bin raus. Auf Wiedersehen, Herr Wehner. Sag mal, Sandra, warum bist du eigentlich noch nicht umgezogen? Du weißt, wir müssen eine Stunde gehen. Wir müssen auf die Gala. Ja, aber ich werde nicht mitkommen. Ich kann nicht mitkommen, ja? Jeremy liegt mit Fieber im Bett und da kann ich nicht weg. Ich will bei ihm bleiben. Wie, du kannst nicht mitkommen? Das ist deine verdammte Pflicht als Spielerfrau. Denkst du jetzt, ich bin der Einzige, der dann ohne Spielerfrau auftaucht? Das ist doch peinlich. Du wirst dich nicht blamieren. Ich habe schon alles organisiert. Nike wird mitkommen. Dann bist du nicht alleine und dann kannst du zufrieden hingehen. Ist das okay? Ja. Tada! Wow. Ich bin bereit. Wo ist die Party? Ich muss echt sagen, es ist schön, so eine tolle Freundin wie Nike zu haben, ja. Auf die kann man sich einfach verlassen. Und ich weiß, dass es mit mir ehrlich meint. Die junge Mutter ist erleichtert, nicht auf die Gala gehen zu müssen und kümmert sich um ihren kranken Sohn Jeremy. Doch plötzlich findet der Zweijährige ein Schmuckstück im Ehebett, das eindeutig nicht Sandra gehört. Was hast du denn da, Schatz? Wo hast du die Kette her? Hm? Schatz, wo hast du denn die Kette her? Kannst du mir das mal sagen? Also, das ist definitiv nicht meine Kette, nein. Ich weiß sicherlich, dass das nicht meine Kette ist. 100 Pro. Also, wenn da nicht eine andere Frau bei uns im Bett lag, wie soll sie denn da hingekommen sein? Ich werde jetzt erstmal die Annette anrufen müssen. Sandra ruft ihre Nachbarin Annette an. Sie soll auf Jeremy aufpassen. Ich werde das jetzt sofort aufklären. Ich werde das jetzt sofort aufklären, was es mit dieser Kette in sich hat. Ich fahre jetzt zur Gala zu Dirk und der wird mir das alles sagen müssen. Weil das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich lasse mich nicht einfach mit einer Ausrede hier abspeisen. Das darf es doch nicht sein. Ein Kind. Ja, Schatz, ein Kind. When you have this in the club, you gotta turn this shit up. Die Berlinerin fährt sofort zur VIP-Gala des SV Hensburg. Denn Sandra ist sich sicher, dass ihr Ehemann Dirk sie im eigenen Ehebett betrogen hat. Der Fußballprofi amüsiert sich mit ihrer besten Freundin Nike und ahnt noch nichts von seiner wütenden Ehefrau. Dirk, was machst du denn hier bitte? Was ich hier mache? Ich bin gekommen, um dir diese Kette zu zeigen. Die habe ich in unserem Bett gefunden. Was drehst du jetzt durch? Was dreh ich durch? Nein, ich will eine Erklärung dafür haben. Du musst jetzt wegen so einer beschirrten Kette auf. Ja, ich komm. Du blamierst mich mit deinem Kopf, du angezogen bist mit deinem Garten. Ach, das ist jetzt ein Problem, wie ich angezogen bin. Nicht, dass ich diese Kette hier gefunden habe. Hallihallo, du hast dich aber schick gemacht. Schreist du hier eigentlich so rum? Heide. Dafür hast du Zeit, ja? Für deinen Tosen, für die hast du Zeit. Leiser ein bisschen. Komm, du blamierst mich. Jeder schaut uns an. Ja. Weißt du, wie peinlich du bist? Dann sag mir, gib mir eine Erklärung. Ich weiß nicht, das ist bestimmt von irgendeiner Freundin von dir im Bett. Von der Freundin, weil eine Freundin auch bei uns aus dem Bett sowas zu suchen hat, ja? Hi. Hi. Alles klar? Hallo. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn du mir nicht vertraust, ja? Vertraust du mir etwa nicht oder was? Verdammte Kacke, ich... Nee, weißt du, warum ich dir nicht vertraue? Weil alle anderen Recht hatten. Ihr vom SV, ihr seid alle gleich, ihr geht doch alle fremd. Sandra, wenn du so denkst, können wir es gleich lassen, okay? Sobald du mir nicht vertraust, können wir es lassen. Auf Wiedersehen, okay? Es gibt doch keinen Grund, sich zu streiten. Mensch, Dirk, lass dir die Laune nicht verderben. Süße. Das glaub ich jetzt nicht. Ich bleib nicht okay. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung für diese Kette. Lass den erstmal schmollen. Und wenn er schon wieder vertragt, dann wird's schon wieder, okay? Komm, ich bring dich erstmal zum Auto, ja?
Der frühere Dirk, in den ich mich verliebt habe, der hätte mich niemals betrogen. Aber der Dirk von heute, der Fußballprofi, der ist eben so ganz anders. Dirk hat recht, ich kann ihm einfach nicht vertrauen. Seit dem ausfallenden Streit auf der Spielergala hat Dirk 3 Nächte nicht mehr zu Hause geschlafen. Ehefrau Sandra fürchtet sich vor einer Scheidung und setzt sich mit Anwältin Barbara von Minkwitz und ihrer besten Freundin Mieke zusammen. Hat ihr Mann sich denn überhaupt nicht gemeldet? Nee, der hat sich gar nicht gemeldet. Der war zwar gestern mal da, ja, und hat seine Tasche gepackt, hat T-Shirts eingepackt und alles, aber bei mir hat er sich gar nicht gemeldet. Kein SMS, kein Anruf, gar nichts. Auch nicht E-Mails oder sonstiges nichts. Sagen Sie mal, und der Jeremy, hat der seinen Papa mal gesehen? Nee. Das hat den Dirk wahrscheinlich gar nicht interessiert, ja, was wie es Jeremy geht oder so, gar nichts. Sagen Sie mal, und haben Sie denn mal versucht, Ihren Mann anzurufen? Ich hab den endlich immer angerufen, aber nö. Kommt nicht zurück. Sogar Nika hat ihn versucht anzurufen. Ich glaube, da ist mal auf die Mailbox gesprochen, naja, da kam nichts. Ich hab auf die Box gesprochen. Und ja, wir wissen ja auch nicht, wo er die letzten 3 Tage war. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ja? Wenn das wirklich so kommt und er will sich von mir trennen, ja, was mache ich denn dann? Ich habe keine Ahnung. Du musst jetzt dringend erstmal was. Ja. Dann, ich stehe dann da, ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das Haus hier abbezahlen soll. Ich schaffe das gar nicht alleine. Ich habe einen Jeremy. Das reicht nicht, mein Geld, ja, um hier das alles zu finanzieren. Am Ende müssen wir noch ausziehen. Dann sitze ich da mit dem Kind, ja, hab kein Haus mehr und nichts mehr. Was soll ich denn noch machen? Ach, Frau Wiener, immer mit der Ruhe. Das wird doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir müssen doch erstmal überhaupt rausfinden, was los ist. Ob der einfach eine Auszeit braucht, weil er überdreht ist, auch mit seinem Job. Oder ob ernstere Gründe dahinter stehen. Das ist diesmal ernst. Da bin ich mir sicher, dass das diesmal ernst ist. Wissen Sie, dann rufe ich ihn mal an. Vielleicht geht er ja bei mir ran. Ich hätte es bloß nie mit der Kette ansprechen sollen. Dann wäre das Ganze gar nicht passiert und wir hätten uns nicht gestritten. Ach nein, wieder der Anrufbeantworter. Na gut, es kann jetzt auch sein, weil er auch im Auswärtsspiel ist. Ja. Wann kommt er denn so normalerweise? Also ich habe vorhin mal geguckt, ja, der ist in Zwickau jetzt momentan. Der kommt um 6, 7 Uhr zurück. Müsste auf dem Vereinsgelände eigentlich ankommen. Da ist doch nicht mehr so lange, das halten Sie noch durch. Würden Sie denn vielleicht mit mir da mal hinfahren? Wir können es ja versuchen. Es schadet auf jeden Fall nichts. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Herr Wehner im Gespräch von sich geben wird. Schlimmstenfalls kann das alles natürlich auf eine Scheidung hinauslaufen. Aber das wollte ich nicht erwähnen, um nicht noch unnötige Panik zu schaffen. Anwältin Barbara von Minkwitz unterstützt ihre Mandantin Sandra Wehner und wartet mit ihr auf dem Trainingsgelände. Wenige Minuten später erscheint Ehemann Dirk. Doch der 22-Jährige hat eine Entscheidung getroffen, die Sandras Leben zerstören wird. Sucht ihr mich jetzt hier auf oder was stalkst du mich? Ich stalk dich nicht, aber du reagierst nicht auf meine Anrufe. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Du lässt mich auf der Gala stehen und dann tauchst du tagelang ab. Über was willst du überhaupt reden noch? Natürlich über uns. Was gibt's noch zu reden? Ja, über uns, wie die Beziehung jetzt weitergeht. Dich interessiert doch gar nicht, ob ich Karriere mache oder ob ich Profi bin. Dich juckt doch der Verein gar nicht, dann können wir es gleich bleiben lassen. Wir haben ganz andere Ansichten hier, was ich mache in meinem Job und alles. Herr Wehner, meinen Sie nicht, dass man sich wirklich bei so einer wichtigen Sache mal in Ruhe zusammensetzen muss? Komm jetzt mal. Nee, also für mich ist die Sache entschieden, also. So schnell geht das bei Ihnen? Ja, auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall die Scheidung, ich will das durchziehen und ich werde auch dann meine Sachen packen. Es ist schon sehr erstaunlich zu sehen, wie der Herr Wehner seine 3-jährige Ehe einfach so wegschmeißt. Für Frau Wehner tut mir das ganz besonders leid. Jeremy und ich sind dir wahrscheinlich völlig egal. Ich sag dir eins, mich interessiert einfach nur mein Fußballer sein, okay? Ich will Profi sein, meine Karriere machen. Da brauche ich keine Frau, die ständig Fußketten mir anlegt und so. Ich brauche meine Freiheit, ich will mein Leben genießen, okay? Also lass mich das einfach machen, okay? Also entschuldige mich, ich gehe jetzt. Was war denn das? Frau Wehner, das bringt jetzt alles nicht. Sie müssen einfach die Ruhe bewahren. Ich fahre Sie jetzt mal nach Hause und ich komme morgen und wir besprechen alles. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass ich Sie und Ihren Sohn auf jeden Fall finanziell absichern werde. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Kommen Sie, lassen wir uns mal ins Auto gehen. Es tut so weh, was Dirk mir an den Kopf wirft. Ich bin Mutter und ich habe Verantwortung. Ich kann nicht auf jeder dieser Partys dabei sein und mich volllaufen lassen. Aber ich habe ihn nie festgekettet. Das Einzige, was ich erwartet habe, war einfach nur, dass er mir treu bleibt. Sandra liebt ihren Ehemann Dirk immer noch. Doch sie muss sich auf eine Scheidung vorbereiten, um die Zukunft für ihren 2-jährigen Sohn Jeremy abzusichern. Die Anwältin Barbara von Minkwitz prüft bereits den Ehevertrag.
Denn Fußballprofi Dirk packt schon einen Tag später eilig seine Sachen, um aus dem gemeinsamen Eigenheim auszuziehen. Frau Anwältin, seid ihr jetzt hier, oder warum so Stammgast jetzt hier, oder wie? Ja, es scheint erforderlich zu sein aufgrund Ihres Verhaltens, leider. Herr Wehner, es wäre doch einfach sinnvoll, wenn wir uns alle wie erwachsene Menschen benehmen würden. Ich meine, es ist doch eine ganze Menge zu regeln bei einer Scheidung. Habe ich jetzt keine Lust drauf, wirklich. Also lassen Sie mich einfach in Ruhe packen, ja? Ja, wissen Sie, Lust ist eigentlich nicht so. Es geht um das gemeinsame Sorgerecht für Ihren Sohn. Als Vater haben Sie eine gewisse Verantwortung. Es geht um die Rechte an der Ehewohnung. Es geht um Unterhalt. Es ist doch einfach ganz wichtig, viele Dinge, die jetzt anstehen, zu regeln. Wissen Sie was? Lass das, bitte. Schon einfach einen eigenen Anwalt und dann können Sie mit dem diskutieren. Also ist mir echt egal, was Sie machen. Geh bitte. Ja. Ich will nicht, dass du gehst. Warum machst du das? Warum bist du so eiskalt? Ich hab dir doch nie was getan. Lass aber bitte. Hör auf wieder zu heulen und dann kriegst du wieder deine Phase, deinen Tick mit deinem Geheule. Und lass Jeremy bitte aus dem Spiel, okay? Also ein bisschen Einfühlungsvermögen, Herr Wehner, wäre ja wirklich angebracht. Ich meine, Sie haben doch eine Verantwortung für Ihre Familie. Also wirklich, jetzt. Das muss ich mir nicht geben. Ich packe um, Alter. Leck mich doch alle. Also Frau Wehner, ich denke, so wie der drauf ist, der Herr, das hat alles überhaupt keinen Sinn. Frau Saalfeld, können Sie Ihre Freundin unterstützen? Ja klar, ich warte auf jeden Fall, bis der Arsch. Okay, wir telefonieren, Frau Wehner, ja? Ich danke Ihnen nochmal. Soll ich Sie noch zur Tür begleiten? Danke, geht schon. Ich will Zeug. Oh Mann, was soll ich denn jetzt nur machen, Mensch? Das ist ernst, ich wusste doch. Du bist doch ohne diesen Vollpfosten viel besser dran. Eigentlich ist es doch auch viel besser, wenn ihr euch trennt, oder? Und klar, vielleicht beruhigt er sich auch wieder. Ich meine, allein schon wegen Jeremy wird das tun. Ist doch, ja. Den Zwerg liebt er doch. Genau, das ist das Problem. Wenn der wusste, was ich gemacht habe. Wieso? Was ist denn? Damals, so weißt du doch nicht, Max. Wie mit Max? Ah ja. Ich bin von Max zu ihm und damals hatte ich auch mit Max ein Trennungsgespräch gehabt. Da hatten wir auch noch mal Sex, ja. Wie bitte? Ja. Aha. Ich war jetzt, wie jetzt? Jetzt soll Max der Vater von Jeremy sein? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist es ja. Ich konnte es ihm nicht sagen. Wie soll ich es ihm denn sagen? Ich hatte Angst, dass der mich verlässt. Ja, dass der Jeremy vielleicht nicht leben könnte. Und jetzt stehe ich da. Ich habe die ganze Zeit musste ich mit dieser Lüge rumrennen. Nun bleib doch erstmal ganz ruhig. Weiß dann irgendjemand etwas davon? Nee. Na siehste. Und wieso sollte er es ausgerechnet jetzt anzweifeln, dass er der Vater ist? Du musst es auf jeden Fall für dich behalten. Hast du mich verstanden? Oder weiß es noch irgendjemand? Das weiß niemand, absolut keiner. Das weißt du jetzt.